Herzlich willkommen. Ja, der Urlaub ist leider schon vorbei. Nun gilt es, die letzten schönen Tage dieses Sommers zu genießen. Wir haben auch heuer einige wunderschöne Tage in Schweden verbracht, haben uns wunderschöne Landschaften angesehen, haben uns auf die Spuren eines bekannten Holzschnitzers begeben und versucht, die Geheimnisse einer mystischen Insel zu lüften. Das alles und noch viel mehr sehen Sie nun im folgenden Film. Wie auch schon im Jahr 2014 ging es mit dem Flugzeug von Wien nach Dänemark und zwar nach Kopenhagen und danach mit dem Zug nach Schweden. Dabei überquerten wir die Öresundbrücke, die mit einer Länge von 7.845 Metern das Meer zwischen Kopenhagen und Malmö verbindet. Über diese Brücke fahren täglich 17.000 Kraftfahrzeuge und etwa 200 Eisenbahnzüge. Von Malmö ging es dann weiter Richtung Växjö in das Landesinnere und dann wieder zur Küste nach Kalmar. Dort angekommen hatten wir noch etwa eine einstündige Autofahrt vor uns, die uns schließlich nach Oskarshamn an unser Ziel führte. Ein besonderes Wahrzeichen in Oskarshamn ist die längste Bank der Welt, die mit ihren 72 Metern die Aufnahme ins Buch der Rekorde schaffte. Bereits am nächsten Tag saßen wir wieder im Auto und fuhren entlang der Küste wieder nach Süden, nach Kivik und nach Simrishamn. Dort besichtigten wir eine Apfelmanufaktur. Es gab hunderte Sorten Äpfel zu sehen, Äpfel über Äpfel, soweit das Auge reicht. Wir erhielten einen Einblick in die Produktion von Apfelsaft und besuchten auch das Shop, wo wir uns mit leckeren Sachen eindeckten.
In Simrishamn besichtigten wir den Hafen und die wunderschöne Altstadt. Die Stadt hat etwa 19.000 Einwohner. Ihre Wurzeln reichen bis in das Mittelalter zurück. Bevor wir diese schöne Stadt verließen, deckten wir uns noch mit Fisch und anderen Meeresfrüchten ein. Auch ein einzigartiges Museum besuchten wir auf der Rückfahrt nach Oskarshamn, und zwar ein Auto- und Musikmuseum. Auch einen alten Bekannten trafen wir dort an, unseren Saab Draken, unser ehemaliges österreichisches Militärflugzeug. Thank you.
Zu sehen gab es auch viel altes Blech und neues Blech. Ja, da bleibt uns nur mehr zu sagen, es war sehr schön und hat uns sehr gefreut. In Kalmar legten wir noch einen Zwischenstopp ein, um Grobköcker zu essen. Das sind mit Bauchfleisch gefüllte Knödel. Wieder zurück in Oskarsham besuchten wir das Atelier des bekannten Holzschnitzers Axel Petersen Döderhultan. Der Künstler wurde im Jahr 1868 geboren und verbrachte seine letzten Lebensjahre in diesem Haus, wo er schließlich am 15. März 1925 verstorben ist. Der Künstler lebte viele Jahre in bitterer Armut. Erst im Jahr 1906 wurde er berühmt. Im Jahr 1909 verlieh man ihm den Namen der Döderhulter. Das ist der Stadtteil, in dem er gelebt hat. Seine Motive waren durchwegs Figuren, die er in seinem Leben antraf, sein Lehrer, sein Bekanntenkreis und andere Menschen, die mit ihm zu tun hatten. Musik
Beliebte Motive waren Beerdigungen und Hochzeiten. Dieses Kunstwerk, das einen Kreisverkehr in Oskarshamn ziert, stammt allerdings nicht vom Künstler selbst. Auch der historische Bahnhof von Oskarshamn war uns einen zweiten Blick wert, denn hier verkehren nur mehr ganz, ganz wenige Züge. So wie es aussieht, ist hier nur mehr ein Gleis in Betrieb. Doch wenn man sich vor den Bahnhof stellt und die Augen schließt, dann kann man sich direkt vorstellen, welche rege Geschäftstätigkeit und Betriebsamkeit hier einst herrschte. Vom Hafen in Oskarshamn ging es am nächsten Tag Richtung Blaue Jungfrau, eine Felseninsel zwischen Öland und Oskarshamn. Die Überfahrt dauerte etwa 1,5 Stunden. Mit uns an Bord waren noch einige abenteuerhungrige Touristen.
Die Insel ist unbewohnt und hat eine Fläche von 0,66 Quadratkilometer. Sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe und ihr höchster Punkt ist 86 Meter über dem Meeresspiegel. Dieser Insel wird auch viel Mystisches nachgesagt. So soll hier jeden Gründonnerstag ein Hexensabbat stattfinden. Die Seefahrer mieten diese Insel für lange Zeit. Wir haben versucht, diesem Mysterium auf die Schliche zu kommen.
Doch außer in unserer Fantasie konnten wir auf der gesamten Insel keine blaue Jungfrau antreffen. Genießen Sie nun mit uns einen kleinen Überblick über Kunst und Landschaft in der Gegend rund um die Stadt Baskalvík.